No, Ingrid, so ein Bolle an der Hand. Ich krieg's nicht mehr von meiner Hand weg. Ist schon eklig weich. Ingrid hat einen Wunsch. Sie will unbedingt ihr Lieblingsgericht kochen lernen. Maultaschen mit Kartoffelsalat. Und das kann ihr nur eine zeigen. Ihre Oma Christa. Ich gehe heute zu der Oma. Dort gibt es mein Lieblingsgericht, das sind die Maultaschen. Und dazu gibt es schwäbischer Kartoffelsalat, wie man das bei uns so isst. Und danach gibt es noch Apfelringe mit Vanillesoße, was natürlich auch ein super Dessert ist. Ich freue mich da so riesig drauf, weil ich die Oma jetzt schon 2 Wochen lang nimmer gesehen habe. Und einfach dann zusammen mit der Familie das von der Oma gekochte Essen essen, ist einfach was Wunderbares. Wenn die jetzt dann fertig sind und abkühlt ist, dann ist Ingrid am liebsten schon auch nicht so. Das ist das Highlight. Maultasche ohne was, frisch, raus, so ein bisschen abkühlt. Und das ist ein Rezept, das halt auch Kinder schon gern mögen, weil sie es gut essen können. Anders, wie wenn man noch ein Stück Fleisch hinlegt. Die sind nicht immer gleich. Aber Maultaschen sind Maultaschen bei der Ingrid. Von der Oma ist halt jede einzelne mit ihren Händen gemacht, da ist der Nudelteig gemacht und die Hackfleischmasse mit dem Hackfleisch von unseren eigenen Tieren und dann auch die Kräuter aus dem Garten und dann alles von Hand gemacht, jede einzelne von Hand gerollt und das ist einfach das, was es so besonders macht. Von Hand gemacht heißt auch zeitaufwendig. Das gilt auch für Ingrids Lieblingsnachspeise. Apfelringle, das gibt's nicht viel, aber das mag sie ganz gern. Also das ist schon so ein Lieblingsessen. Und vor allem mit Vanillesoße. Dann auch diese Kruste von den Apfelringen mit der noch ein bisschen warmen Vanillesoße. Das harmoniert so super. Ja, es macht mich richtig glücklich, wenn ich über Essen rede. Ingelfingen liegt im Nordosten von Baden-Württemberg. Hier an den Südhängen des Kochers wachsen die Trauben für die Hohenloher Weine. Familie Hofmann bewirtschaftet ca. 13 Hektar. Hauptsächlich kümmern sich Oma Christas Sohn Bernd und ihr Enkelsohn Eckart um die Reben. Enkeltochter Ingrid lebt in Remshalden bei Schorndorf. Wenn sie zu Besuch nach Hause kommt, klingelt sie oft als erstes bei der Oma. Ach, bist du toll! Ja, ich bin jetzt bist du aber lange nicht mehr da gewesen, gell? Ja. Zum einen bedeutet für mich Familie alles. Die Oma, die war früher schon immer für uns da. Hat früher schon immer gekocht, wenn wir von der Schule heimkamen. Und was hast du jetzt alles in den Teig von denen Maultasche rein? Lauch, Päderling, bisschen Spinat und Zwiebel. Aber jetzt müssen wir erst einmal gucken. Aber da ist Schaffleisch drin, oder? Ja, da ist Schaffleisch drin. Die Hofmanns leben in einem Haus. Unten Oma Christa mit ihrem Mann Richard, oben Ingrids Eltern. Gegessen wird immer gemeinsam. Oh, ist das gut, Oma. Das ist richtig gut. Ja, ist sehr gut. Das ist super. Mhm. Weil es ist ja nicht nur der Ingrid ihr Lieblingsessen. Es gibt ja noch mehr Leute am Tisch, die gern Maultaschen essen. Das ist für sie ja jetzt Neuland. Die kocht so modernere Sachen, bisschen italienisch, bisschen asiatisch und so. Aber das, was so traditionell ist, das kocht sie vielleicht weniger. Was hast denn du da jetzt alles in die Maultasche reingemacht? Gemischtes Hackfleisch. Dann kommt aufs Kilo 4 Eier. Salz, Pfeffer, Muskat. Kommt in ein normales Hackfleisch da. Ich habe zwar den Anfang schon wieder vergessen, aber wie macht man dann den Nudelteig dazu? Was brauche ich da? Brauche ich Mehl. Aber wie viel Mehl brauche ich da? Also, wenn du 500 Gramm Fleisch mäckst, dann mäckst du ja 500 Gramm Nudel. Und wie viel Salz brauche ich da, wenn Ach, ich in eine den Menge. Ja, was ist denn eine Menge? Ja, meine Oma, die kocht halt
oft oder auch viel die Gerichte von früher, die hat sie so schon gelernt, da braucht sie auch keine Rezepte mehr dazu, weil so richtig nach Rezept kocht sie eh nicht, weil da kommt so viel Salz rein und so viel Pfeffer und dann denkst du dir, okay, und wie viel ist das jetzt? Der Nudelteig ist nicht wichtig. Also der kommt auch geschmacklich da gar nicht raus. Okay. Nee. Und wie dünn muss ich diesen Nudelteig auswählen, weil wenn ich den zu dick habe, dann wird es ja voll teigig. Schon dünn. Ich bin gespannt. Ja, ja. Oh je. Ich denke, der Nudelteig, das gibt die Herausforderung für sie. Am anderen habe ich weniger Bedenken, aber der Teig, das, weil wenn die Welt, könnte ich mir vorstellen, dass die auf einmal genug hat und nachher merkt, dass sie ein bisschen dick sind. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben mit dem Rezept, so zu versuchen, wie die Oma das zu kochen. Und wir werden ja dann sehen, was rauskommt. Die Oma wird dir dann sagen, ob es passt oder nicht. Oma Christas Maultaschen. Ein Klassiker. Die Nachspeise, Apfelringe mit Vanillesoße. Der Apfel hat die perfekte Süße. Ja, da ist ein guter Äpfel drauf. Ja, das ist richtig gut. Was muss ich da alles reintun, damit es... Nicht viel. Geht? Mehl, bisschen Salz. Bisschen also, Salz, so ja. Die Maßeinheit? Die Maßeinheit. 30 Gramm Zucker und ein Drittel Liter Bier. Okay, und wie viel Mehl waren es nochmal? Ein Pfund. Also 500 Gramm. Okay. Jetzt wird es was beim Kochen. Dass man es noch einmal essen kann. Das kannst du. Ja, da habe ich keine Angst. Also, es wird auf jeden Fall was Essbares dabei rauskommen. Ja. Wie essbar die Apfelküchle sind, das entscheidet Oma Christa nächste Woche beim Testessen. Ich bring doch mal was. Sind das Fotoalbe? Ah ja, ganz alte. Ja, das sehe ich, dass die älter sind. Ah ja, das da geht ja. Aber das da ist ja alt. Gucken wir es uns mal an. Das war meine Mutter. Und das hat die bestimmt selber gestrickt gehabt. War ja was schön. Und siehst, das war im Kindergarten. Das war daneben der Apotheke unten, in unserem Kindergarten. Und das waren für die ganzen Kinder waren das zwei Erzieherinnen? Ja. Ja. Das wäre heute auch undenkbar. Undenkbar wäre das, ja. Und das war noch schon, da war ich vielleicht noch schon 14, 15. Aber du hattest ja da immer nur einen Rock oder ein Kleid an. Gab es da früher keine Hose für dich? Nee. In der 8. Klasse, da habe ich das erste Mal eine Weihrade in Manchester Korthause gekriegt. Naus hat man so wie Trainingshose angezogen. Aber die waren am Abend bis auf ein Knie mit Schnee und Eis voll. Die waren starr wie noch was. Nichts anderes hat es nicht gehabt. Guck mal, wie wir im Winter fort sind. Ihr könnt euch das heute gar nicht mehr vorstellen, dass man so hinausgeht. Nee, aber ich bin froh, dass es für uns auch bessere Klamotten gibt. Da hätte ich ja jeden Tag gefroren. Gibt es auch Bilder, wo du dann schon 17, 18, 19 warst? Ja, mit 17, 18, 19. Mit 19 war ich schon verheiratet. Ja. Da bin ich jünger gewesen, wie du jetzt bist. Jünger? Wie alt warst du dann bei der Hochzeit? 18. Und der Opa war dann? 26. Und in welchem Alter hast du der Opa dann kennengelernt, wenn ihr mit 18, oder wenn ihr geheiratet habt, wo du 18 warst? Na, der Strauß ist groß. Ja, da hat man noch so die Kat anders wie heute. Oma Christa war ihr Leben lang Bäuerin. Nun führen ihr Sohn und ihr Enkel den Hof und wollen in Zukunft nur auf Weinanbau setzen. Wenn für Oma Christa der Arbeitstag zu Ende geht, fängt er für Ingrid oft erst an. Als Rettungssanitäterin im vorletzten Ausbildungsjahr gehören Nachtschichten zum Job. Zu Schichtbeginn wird immer das ganze Fahrzeug gecheckt, also unser Material, was wir dabei haben. Ob alles vollständig ist, ob alles funktioniert. So ein grundlegender Ablauf von so einem Notfalleinsatz ist, dass wir bei uns im Aufenthaltsraum meistens sitzen und dann werden wir entweder angerufen oder unsere Funkmelder
gehen an. Und dann steigen wir eigentlich schon ein und fahren los. Die schlimmsten Einsätze sind natürlich immer die, wo jemand stirbt. Oftmals kommt man zum Patient hin und es heißt vielleicht schon Kreislaufstillstand, laufende Reanimation. Und wenn man dann eben hinkommt, sieht die Person leblos auf dem Boden und schnallt sofort, okay, da muss ich jetzt sofort was machen. Und man versucht es dann und dann kommt einfach keine gute Rückmeldung vom Patient. Also der Kreislauf spricht einfach nicht mehr drauf an. Und man weiß eigentlich schon selber, dass es nichts mehr bringt und muss dann entscheiden, okay, wir hören jetzt hier auf. Man muss es den Angehörigen so weitergeben, dass es nicht funktioniert hat, dass es jetzt vorbei ist. Das finde ich dann immer das Schlimme dran. Erst vor kurzem mussten die Hofmanns einen Schicksalsschlag in der eigenen Familie hinnehmen. Ingrids Tante, Oma Christas älteste Tochter, starb an Krebs. Man ändert es nicht. Das kann man vielleicht auch gar nicht so sagen, wie das ist, wenn man es nicht erlebt hat oder so. Für die Kinder war es halt schon arg schlimm. Ja, so ist es im Leben. Und nichts ist ein Garant. Mit noch einem schweren Verlust musste die Familie früher schon fertig werden. Als Ingrid Kind war, starb ihr Bruder Albert. Er war schwer behindert. Damals, als mein Bruder gestorben ist, war ich 6 Jahre. Damals hatte ich von dem Ganzen, wie man mit sowas umgeht, überhaupt keine Ahnung. Weiß auch nicht, inwieweit ich das mit 6 Jahren schon verstanden habe, dass er einfach nicht mehr zurückkommt. Aber durch unseren Familienzusammenhalt konnte man immer drüber reden, wenn irgendwas war. Das finde ich auch das Wichtige in einer Familie, dass man sich auch wortlos verstehen kann. Also so stark muss eine Familie sein, dass man das ertragen kann. Oma Christa ist Frühaufsteherin. Kurz nach den Hühnern ist sie fit. Wenn Oma frühstückt, fährt Ingrid oft noch zum letzten Rettungseinsatz ihrer Nachtschicht. Und während Oma sich ums Vieh kümmert, legt sich Ingrid normalerweise hin. Heute aber nicht, denn in ein paar Stunden muss sie sich am Herd bewähren. Also rein in den Supermarkt und her mit den Zutaten. Oma Christa verfolgt alles am Tablet. Das Filter wahrscheinlich schon schweres Einkaufen. Weil das ist die gar nicht so gewohnt. Lach nimmt man von daheim mit. Äpfel nimmt man von daheim mit. Ich bin es auch gar nicht gewohnt, überhaupt Eier einzukaufen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gemacht. Eier nimmt man von daheim mit. Hallo. Oh, und Hackfleisch. Normal nimmt man das Fleisch auch von daheim mit. Und jetzt kommt das Bier. Da kennen sie sich ja gar nicht aus, weil die trinkt ja nichts. Ich würde sagen, die sind beide gleich. Da ich eine Frau bin, entscheide ich mich wahrscheinlich für das schönere Etikett. Ingrid wohnt allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Remshalden. Bald können sie hier ihre Freunde regelmäßig mit ihrem Lieblingsgericht verwöhnen. Hofft sie jedenfalls. Ich kauf dich. Das ist meine kleine Schwester, die Ulrike, und die hilft mir heute beim Kochen. Ulrike ist 18. Sie hat noch weniger Kochpraxis als Ingrid. Aber es geht nicht allzu schwierig los. Erstmal Kartoffeln kochen für den Kartoffelsalat. Und für die Maultaschenbrühe Gemüse schnibbeln.
ich habe noch nicht so oft Gemüse geschnitten. Aber ich finde, sie macht es trotzdem ganz gut. Und solange sie sich nicht den Finger schneidet. Aber es sind doch zwei Sanitäterinnen. Wenn sie sich schneidet, können sie sich ja helfen. Das ist gut zu wissen. Beim Nudelteig droht keine Verletzungsgefahr. Ich bin auch mal gespannt, wie der Nudelteig wird, weil ich habe noch nie Nudelteig gemacht. Ob das nachher so ein fetter Klumpen wird oder ob man es essen kann. Aber so ein Hof voll Brie, da darf es nicht immer kochen. Aber das soll dann noch so ein bisschen köcheln, ein bisschen blubbern. Ja, genau, so ein bisschen blubbern. Aber es wird schon fester, aber die geht nicht mehr von meiner Hand ab. Es fühlt sich ganz falsch an. Ingrid, das möchte man auch mit rechts und nicht mit links. Da hat man doch keine Kraft. Ich glaube, wenn das die Oma sieht, die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. No, no, Ingrid, so ein Bulle an der Hand. Ich krieg's nicht mehr von meiner Hand weg. Oma hat eine Rührmaschine. Kann ja sein, ich brauche noch einen Tropfen Eiweiß oder so. Das ist auch möglich. Teig ist eine Wissenschaft für sich. Da bin ich gespannt, wie es das macht. Ja gut, früher hast du das Mehl auf den Tisch her, die Eier rein und knetet. Und so muss es auch machen. Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich jetzt nochmal Flüssigkeit zugebe, dass er dann zu feucht wird. Weil wenn er zu nass ist, dann kann man nachher auch nicht richtig auswählen und dann klebt er überall. Omas Teig ist noch zu fest. Noch ein Eiweiß. Das ist ein bisschen Spiel. Also backe tue ich alles nach Rezept. Aber kochen tue ich nicht nach Rezept. Es geht. Pi mal Daumen. Ja, noch ein bisschen mehr. Je mehr Mehl das nicht tun, je trockener wird er knete. Da braucht man nicht immer mehr Mehl. Guck mal. Schon viel besser. Ulrike kümmert sich um die Zwiebeln für die Füllung. Oh, weißt du, was wir zuerst machen müssen? Die Brötel einweichen. Ja. Dann braucht man noch mal eine Schüssel, eine kleinere. Reicht die blaue? Ja. Zwei Brötchen vom Vortag gut einweichen. So hat es Oma gesagt. So. Ich weiß auch nicht so genau, wie viel da reinkommt. Ach, weißt du was? Tu alles rein. Bei Oma kommen ganz andere Mengen Salz zum Einsatz. Also Fleisch braucht relativ viel Salz. Aber ob jetzt das reicht, weiß ich noch nicht. Aber jetzt sieht es gut aus. Jetzt muss ich es halt dann einmal abschmecken, ob es mit dem Salz und so passt. Guck mal nach den Brötler. Ist schon eklig weich. Ah ja, bei der ist alles immer eklig. Was Oma Christa ganz selbstverständlich von der Hand geht, ist für Enkelin Ulrike ganz schön schwierig. Brötchen, Ei, Zwiebel, Petersilie, Lauch und Spinat müssen eine enge Verbindung eingehen. Nee und nede, das will ich schon sehen, wenn es nicht noch lange mache. Also das mit den Maultaschen, ich denke eher, dass ich die kaufen werde. Und wenn ich dann bei der Oma oder bei der Ingrid bin, denke ich, gibt es dann selbstgemachte. Aber ich werde die wahrscheinlich selber kaufen. Ich gucke jetzt gerade mal nach der Vanillesoße, dass die schon mal fertig ist, weil die ja eh ein bisschen abkühlen muss. Gell, als die Oma so alt war wie wir, da war die schon in der Hauswirtschaftsschule und konnte schon kochen und waschen und putzen. Aber ich glaube, das war früher einfach alles noch ein bisschen anders. Ja. Das war es. Hauswirtschaftsschulen nannte man in den 50er und 60er Jahren auch Bräuteschule.
Auf dem Stundenplan der jungen Christa stand Betten machen, putzen, Buchführung, Kindererziehung und auch kochen. Ihr Traum war es, Schneiderin zu werden, doch es kam anders. Ingrid und die Vanillesoße. Schnell rühren, damit die Milch nicht überkocht. Die Kartoffeln sind gut. Dann kannst du die nämlich schälen und dann so in so dünne Scheiben schneiden. Okay. Parallel muss der Kartoffelsalat fertig werden. Gut durchziehen lassen? Keine Zeit mehr. Dann mache ich kurz noch 3 Esslöffel Essig rein und 3 Esslöffel Öl. Dann kommt noch so ein bisschen Senf, das kannst du schon mal machen. Und während Ingrid noch nicht ein Apfelküchle in der Pfanne hat, steigt draußen die Familie aus dem Auto. Viel zu früh. Um 13.30 Uhr haben wir gesagt. Ulrike hat extra noch mal geschrieben. Hallo. Hallo. Ingrid, die sind schon da. Was? Die sind schon da? Hallo. Hallo. Wie weit seid ihr? Brauchen noch ein bisschen, aber die Apfelringe fehlen auch noch. Aber sonst haben wir jetzt soweit alles. Hättest du halt früher angefangen, dann wärst du schon weiter. Ja. Immer von der Mitte rausdrücken, der den Beste. Ja, der muss viel dünner werden. Ja, Oma, ich bin noch auch noch nicht fertig. Am besten, ihr wartet jetzt mal außerhalb der Küche, oder? Ja. Lasst uns das mal fertig machen. Ja, oh, deswegen kaufst du. Ja, aber ich krieg das schon noch best, raus. Best. Zu dir abtrocknen. Idee. Die Gäste sind da und nix ist fertig. Ja, die waren eine ganze Stunde früher da. Ich check's nicht, warum das. Hey, das gibt doch viel zu wenige. Wie viel sollen das normal werden? Keine Ahnung, bei der Oma waren das viel mehr. Aber die hat zu mir gesagt, 500 Gramm Mehl. Auch ja, der Bierteig für die Apfelküchle ist noch nicht so weit. Dann kannst du Eier trennen. Ja. Jetzt müssen sie halt warten. Aber das macht denen nicht so viel aus. Okay, nur keine Hektik. Ingrid kümmert sich um die Maultaschen, Ulrike macht mit den Apfelringen weiter und nebenan wächst die Erwartung. Und sie kann es ja auch nicht besser machen wie Oma, ne? Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ich habe hier zum einen noch Nudelteig und zum anderen ist mein Teig zu dick. Ich krieg den aber nicht dünner hin von Hand. Deshalb werden es einfach ein paar weniger. Aber wir haben ja gemeint, wir essen vorher noch was, gell? Aber das haben wir auch nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Dass wir Hunger haben. Ja. 15 Minuten brauchen die Maultaschen mindestens. Was tut das denn? Nebenan Bierteigkrise. Aber vielleicht hätten wir nicht alles Mehl am Anfang reintun sollen. Ich weiß nicht, der ist so. Ist klebrig, aber irgendwie nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so, dann wird es auch nicht weggegessen. Und wenn sie es wieder möchte, dann weiß sie, wo ihr Fehler sind und dann kannst du es besser machen. In den Teig kommt nach Omas Rezept 1/3 Liter Bier. Jetzt wird es besser, oder? Ja. Ja, langsam sieht es nach einem Ausbackteig aus. Und die Maultaschen simmern vor sich hin. Jetzt müssen wir uns aber mal noch ein bisschen beeilen. Ah, guck mal, wir sind doch schon fast fertig. Die ersten Maultaschen sind schon gleich fertig. Du magst jetzt die Apfelringe, weil dein Fett ist, glaub ich, heiß. Ja. Nimm die ersten, genau. Und dann tauchst einfach mal ein. Ganz? Ja. Guckst, dass überall ein bisschen was dran ist. Erst ins Tauchbad, dann in die Pfanne. Noch mindestens 5 Mal und der Nachtisch für die Familie ist gesichert. Küchle wenden, Maultaschen rausfischen. Die Schwestern laufen zu großer Form auf. Was haben sie denn jetzt in der Küche gemacht? Papa! Papa, ich glaube, du musst uns helfen. Also gut, dann lass mich mal gucken. Papa, wir wollen den Tisch
ins Wohnzimmer tragen, weil hier zu wenig Platz ist, aber wir können den gar nicht selber tragen. Hast du's weg? Ja, ich krieg's mal weg. Ja, dann. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine viel zu kleine Wohnung. Da bin ich mal gespannt, wie der Tisch nachher wieder zurückkommt. Jetzt wird endlich gegessen. Das Essen ist jetzt auch fertig geworden. Jetzt hoffen wir natürlich auch, dass das so schmeckt. Aber das probieren wir jetzt mal. Gleich wird sich zeigen, ob sich Ingrids und Ulrikes Anstrengungen gelohnt haben. Selbstgemachte Maultaschen in Fleischbrühe mit Kartoffelsalat. Nach Omas Rezept. Ist schwer. Ganz wichtig, Omas erste Reaktion. Ich probiere jetzt mal Brie. Oh, die ist gut. So, aber so, die ist sehr gut. Sehr gut sogar. Jetzt die Maultaschen. Lecker. Auf jeden Fall ist es heiß. Nice. Aber gut sind sie. Und ich will jetzt auch nicht kritisieren, weil sie wenn dick sind, sie sind trotzdem gut. Ingrid hat ihre Sache gut gemacht. Oma Christas Maultaschenrezept ist in der nächsten Generation angekommen. Also, was war denn deine größte Schwierigkeit bei dem Essen jetzt? Den Nudelteig. Den Nudelteig zu machen. Mhm. Aber ich weiß ja, wenn es Maultaschen daheim gibt, dass die mit der Maschine gemacht worden sind. Und nicht mit dem vollen Körpereinsatz, wie du heute leichter hast, müssen, oder? Ich habe mich auch auf Zehenspitze stellen müssen, dass ich von oben die Kraft aufbringen konnte. Wenn man halt nicht so groß ist. Als nächstes der Kartoffelsalat. Also der Kartoffelsalat, der ist auch gut, aber der ist vielleicht nicht ganz wie meiner. Aber es ist gut gewesen und da kann man sich auch drum streiten, was jetzt richtig ist oder nicht richtig oder gut ist. Gut war's. So, wir haben jetzt hier mal Apfelringe probiert und hoffe, dass die auch so schmecken wie bei dir. Soll ich mir mal eins nehmen? Ingrids Apfelringe sind gut in Form, aber etwas blasser als bei Oma. Muss ja nichts heißen. Viel Vanillesoße, noch lauwarm. Wichtig für alle in der Familie. Oma Christa lässt sich Zeit mit ihrem Kommentar. Sie sind gut und wach. Sehr gut. Die Äpfelringe, die waren bei der Ingrid besser. Vom Aussehen her sehen sie wirklich besser aus wie die von der Oma. Äpfelkerne, die waren besser wie bei mir. Was soll ich da sagen? War gut, sie hat es gut gemacht. Super, dass es allen geschmeckt hat. Dass es teilweise sogar besser war als das, was die Oma gemacht hat. Also, es hat mich dann gefreut. Maultasche von der Ingrid, top im Geschmack. Und die Brühe war sensationell, muss ich wirklich sagen. Ja, wenn er eine Note geben würde, würde er eine gute geben. Gut heißt zwei bei uns. Ich würde sagen, dass das Experiment gelungen ist. Ich hatte den Wunsch an mich selber, dass ich es einfach von Grund auf mal hinbekomme, die Maultaschen zu machen. Und dass es aber dann am Ende so gut geworden ist, das hätte ich nicht gedacht. Ingrid, du hast toll gemacht. Und da habe ich jetzt die Originalrezepte, so wie ich die Maultaschen mache. Und Äpfelkirchli, alles aufgeschrieben. Jetzt gibt es für Ingrid keine Ausreden mehr, ihr Lieblingsgericht nicht selbst zu kochen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Klar bin ich stolz auf meine Enkel, die machen doch das auch toll. Fehler macht jeder, die Alte und die Junge. Das muss auch sein, vollkommen ist kein Mensch. Und man muss das einfach auch lernen und man lernt aus Fehlern mehr wie aus guten Dingen. Wenn es vielleicht nicht ganz so geworden ist, aber sie haben es so. Und da bin ich auch stolz drauf.